Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit dem Streben nach dem Ruhm, Suchprotokoll 2 und dann direkt im Anschluss noch Suchprotokoll 3. Das war ja ultra leicht und deswegen würde ich sagen, let's go. Ah, wir brauchen erst noch den Oktopus, ne? Wait. Gesammelter Regenbogen rum, 0 von 3. Moment, ist das überhaupt das, was ich sammeln muss? Hold up. Wieso ist das nicht die gleiche Kraft, die wir letztes Mal hatten? Das war auch eine ganz andere Kraft, oder? Jetzt hat es aus irgendeinem Grund funktioniert. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ui. Ach, das Ding ist zeitverzögert, deswegen. Aber ist doch eigentlich eh schon, oder? Ah, das war Mora. Das war's auch nicht. Das war's, wow. Ja, wie gesagt, nicht besonders schwierig. Nur verwirrend. Ja, ich dachte mal immer die gleiche Kraft, deswegen war ich jetzt so drauf fokussiert, dass das wie beim letzten Mal sein würde. Das war der einzige Fehler. Und dann haben wir die nächste Challenge. Let's go. Auf geht's. Eieiei. Oh, was ist das denn? Ich sterbe. Hold up. What is that? Kann man das nicht kaputt machen? Okay. Gib mir deine Kraft. Wieso gibt er mir seine Kraft nicht? Ach, der selber ist auch so ein Ding, oder was? Lol. Der selber ist auch so ein Ding zum Einsammeln. Das habe ich nicht gecheckt. Wie kriegt man es da raus? Kann man da reinfliegen? Schwimmen meine ich natürlich. I have no idea. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss, ehrlich gesagt. Direkt in den Eingang reingeschossen, das Ding. Bringt auch nichts anscheinend. Vielleicht eine andere Kraft nehmen. Bringt auch nichts. Hm. Was sind hier noch in der Nähe? Die Krabbe hatten wir. Sonst scheint hier nichts in der Nähe zu sein, leider. Ey, lass mich mal in Ruhe hier, Kollege. Ich probiere hier ein Rätsel zu lösen. Wobei, muss man überhaupt immer das Gleiche aufsammeln? Ich habe das Gefühl, ah, die Robbe ist noch da. Gucken wir uns mal die Robbe, die hat man gleich noch nicht. Not really, ne? Kann ich einfach woanders weitersuchen, weil es gibt doch eh so sau viel. Muss das unbedingt dieses Ding sein? Ich fürchte ja. Oh Gott. Ja, aber das kann ja nicht sein. Die Lebewesen, die direkt daneben sind, sind Krabbe und Ding. Ah, man muss es aufladen, aber richtig lange. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe es gefühlt schon mal aufgeladen, hat anscheinend nicht funktioniert. Ja, wo müssen wir als nächstes hin? Ich weiß es nicht. Ah, da drüben. Also war es doch die Krabbe. Ich würde schon sagen, das Vieh war direkt daneben. Es wäre komisch gewesen, wenn es das nicht gewesen wäre. Das war noch Mora. Ah, da ist noch so ein Vieh. Hier geblieben, Freundchen. Was für eine Schelle, ey. And we got it. Also ein Ding hatte einen Fisch, ein Ding eine Robbe und ein Ding war in diesem Dingens drin. Das Ding in dem Dingens. Gute Beschreibung, danke euch. Ja, gut, das war ziemlich verwirrend. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas gelernt habe, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung.
Ja, das waren Suchtprotokoll 2 und 3 von Streben nach dem Ruhm. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.